Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich glaube, ich gehe mal in diese Richtung. Wir suchen ja den schwarzen Troll. Da ist aber auch irgendwie so eine Höhle. Ist das eine Höhle? Hier scheint Magie im Spiel zu sein wieder. Ja, noch mehr Punkte. Erfahrungspunkte, nice. Und es gibt Fleisch. Oh, nice. Jetzt muss ich aber definitiv was trinken, essen, wie auch immer. Komm, ich gönne mir mal das Fleisch. Einzige, was ich schade finde hier jetzt, ist, so. Ja, ich muss, genau, ein bisschen Fleisch reduzieren. So bin ich ein bisschen irritiert gewesen, weil meine Mutter mir jetzt auf einmal per WhatsApp geschrieben hat. So, ich unterbreche einmal ganz kurz und bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier ein bisschen weiter gucken. Da haben wir noch eine Innenstatue. Und noch mehr Heilpflanzen. So, ich weiß, die sind verflucht. Die kann ich nicht benutzen. Und es wird auch schon wieder dunkel. Kann ich hier sein, ohne drauf zu gehen? So, ich muss einmal kurz die Maus ein bisschen anders machen. Hier ist eine Höhle. Ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Ich speichere mal hier auf die 1 erstmal. Was ist das denn für eine Höhle? Eine Fleischwanze? Nochmal 10 Erfahrung, perfekt. Was? Alter, wo kommt der Minecrawler her? Alter. Alter, hab ich mich erschrocken. Das ist ja eine Minecrawler-Höhle. Bleib mal lieber erstmal hier. Nichts zu holen. So. Nichts zu plündern. Da gab es aber auch noch ein bisschen Butlerfleisch und so. Hat der Minecrawler mich echt erschrocken. Ich gehe mal nach unten. Das sieht aus, als würde es nach unten gehen. Nochmal speichern. Ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe. Ich habe Angst davor, was ich hier gefunden habe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe, aber das finde ich jetzt krass. Und ich finde es krass, dass ich jetzt stark genug gegen die Minecrawler bin, aber nicht stark genug gegen die anderen Viecher hier. So. Hier gibt es Tränke immerhin. Oh, noch ein Dunkelpilz.
Und noch ein Lederbeutel. Was war das? Robes Kriegsbeil. Ich höre auf jeden Fall noch mehr Minecrawler. Was? Riesige Minecrawler Warrior, okay. Das könnte ein bisschen heftiger werden. Minecrawler Warrior, da sehe ich mich noch nicht gewachsen. So, was denn jetzt schon wieder? Ist auch schon wieder dunkel. Oh, Heilpflanze. So, was denn jetzt schon wieder los? Ich mache noch mal einen kleinen Break, ja? Bis gleich. So, ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt das zweite Mal in dieser Folge hier unterbrochen habe. Weil momentan hier bei mir auf dem Handy sehr viel gerade los ist. Ich habe jetzt aber mal auf stumm geschaltet. Und will jetzt hier mal zum Troll gehen. Kriegskeule. Alter, ist der Wasserfall laut. Zumindest bei mir in den Ohren. War das nicht hier, wo der schwarze Troll sitzt? Genau, da vorne sollte der ja sein. Jetzt speichere ich mal auf die 3. Und dann immer schön auf den Hintern draufhauen. Das haben wir ja gelernt in der Goblinbären. Genau, in den Goblinbären haben wir das gelernt. Da ist der schwarze Troll. Wir haben gespeichert. So. Könnte ewig dauern, wie ich sehe. Aber okay, der lässt sich genauso leicht besiegen. Dauert nur halt länger. So. Komm, das schaffen wir. Nicht immer einfach frontal angreifen. Manchmal Strategie. Manchmal muss man sich wirklich einfach nur schlau anstellen. Und ich sehe da hinter mir was funkeln. Also auf den einen Stein. Ich hoffe, hier finde ich auch die Sonnenaloe. Und ich frage mich, wie das wäre, wenn wir das jetzt mit einem schweren Ast gemacht hätten. Ich glaube, das ist die schwächste Waffe hier. Hätte, glaube ich, noch mal ein bisschen länger gedauert. Ich wollte die tatsächlich mal mit einem Drachen als Drachensnapper angreifen und besiegen. Dabei ist es eigentlich so einfach. Dumm man sich manchmal anstellt, also ich. Und den haben wir schon gleich besiegt. Ich hoffe, da gibt es mehr Erfahrungspunkte als nur 500. Bisschen. Ich freue mich schon auf die Punkte.
tausend jammern. Tausend Punkte, geil. Gibt's hier sonst noch was? Ein Ring? Folteraxt? Klang? Kronstöckel? Okay, wo ist der schwarze Troll, den ich für Sagitta erledigen muss? Und noch eine Steintafel. Ich benutze mal eine Fackel. So, wo haben wir die Fackeln? Da. Vielleicht sehe ich so mehr. Okay, den schwarzen Troll haben wir. Wo könnte noch einer sein? Ich sehe hier jetzt keine Sonnenaloe. Sonnenaloe! Wo ist denn das Ding? Okay, wir haben's. Was? Folteraxt. Schaden benötigt die Stärke 125. Ah, schade. Aber das muss ich jetzt speichern. So, das speichern wir hier. Und wir haben? Wir haben Ziel erfüllt. Ey, aber echt, manchmal frage ich mich schon, wie dumm ich mich manchmal anstelle. Und fellknöterig. Ja, okay, wenn man das aber auch das erste Mal spielt, dann weiß man gar nichts. Und ich bin auch so ein Mensch, der denkt, ah, komm. Warte mal. Wir essen mal ein bisschen was, um Mana hier aufzufüllen und ein bisschen auch Gesundheit. Und dann die Teleportsteine. Burg, Corinnes, Miental, Hafenstadt, Xardas, Kloster, Großbauern. Nee. Einmal aufheben. Und Fackel wieder deaktivieren. So. Dann wären wir wieder hier. Ich muss auch dann den hier wieder deaktivieren. Dann haben wir zumindest die Sonnenaloe, nach der Sagitta gefragt hat. Und wir können hier jetzt einmal pennen gehen. Und dann von Sagitta auch die Heilkräuter, die Kräuter holen für Thekla. Damit wir vielleicht noch einen Eintopf von ihr kriegen können. Ich wundere mich über gar. Und zu Kord können wir jetzt einmal gehen. Genau, wir müssen unser Schwertkampf verbessern. Das war genauso, wie du sagst. Boah, ich freue mich gerade richtig. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich freue mich gerade richtig, wie so ein kleines Kind. Kord. Bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Zweihand. Verbesserter Kampf mit Zweihand- und Einhandwaffen. Nice. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Achso. Stimmt, da war ja was. Du bist schon besser geworden. Weiter so. So, nee, nicht hier. Hier. Ah, Einhänder ist auch besser geworden. Okay. Zweihänder ist bei 54 jetzt. Nice. So, das muss ich auch nochmal speichern. Auf die 5 und auf zu Sagitta und danach zu Thekla. Das habe ich früher auch immer geliebt, die Finger. Und wie viel Geld haben wir? Fast 3000 wieder. Wir haben endlich wieder gut Geld. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. So, ich gönne mir nochmal einen Schluck Kaffee. Und ja, ich trinke wieder Kaffee, kein Tee mehr. Und auch kein Energy aktuell.
Also, wo war nochmal Sagitta? Nicht hier hinten, sondern da hinten. So, vorsichtshalber schon mal Schwert zücken. Und dann suchen wir mal die gute Dame. Die gute Kräuterhexe. Wo war nochmal ihr Eingang zur Höhle? Nicht beim Schattenläufer. Ich habe den erst jetzt gesehen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hinter mir her, oder? Doch, der ist hinter mir her. Jetzt habe ich ein Problem. Aber da vorne ist es. Ich hoffe, der lässt von mir ab. Ich hoffe, der lässt von mir ab. Der müsste jetzt von mir ablassen. Hoffentlich. Ich habe die Sonnenaloe gefunden. Ich habe das Sonnenaloe gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Welche Tränke kann ich bei dir brauen? Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Elixier der Geschicklichkeit kosten 20 Lernpunkte. Mana-Essenz kosten 1 Lernpunkt. Essenz der Heilung kosten 1 Lernpunkt. Ich könnte bei ihr Heiltränke lernen, glaube ich. So, Thekla hat mich übrigens geschickt. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Jo, danke. Welche Ware hast du anzubieten? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. So, was hat sie hier? Die Sonnenaloe und Drachenwurzel. So. Dann hat sie hier Heilpflanze, Heilkräut. Jede Menge Heiltränke. Dann hat sie hier noch ein roter Tränenpfeffer. Kohle. Sumpfkraut hat sie ein paar. Verwandlung Riesenratte, Verwandlung Varan. Reine Lebensenergie zur Herstellung eines mächtigen Trunks. Zur Anwendung ist das Wissen über Elixiere und Heilungstränken erforderlich. So, und hier noch ein Feldnütterich. So, was kann ich ihr jetzt verkaufen? Das brauche ich ja nicht. Die beiden auch nicht. Sonst habe ich, glaube ich, Schutz vor Pfeilen hätte ich. So, ich glaube... Ach komm, hier, darfst du haben. Lurkerklau kannst du haben. Die Dinger darfst du haben. Und das darfst du haben. Wir sind jetzt wieder bei 3000 Gold. So, und den Knöterich will ich jetzt essen. So, Stärkebonus nochmal plus 1. Ich glaube, das Sinnvollste, was die Dinger anginge, wäre tatsächlich, wenn wir eigentlich erstmal auf 100 alles geskillt hätten. So von Lernpunkten her alles. Und dann erst... Drachensnapper! Nein! Und ich habe nicht gespeichert. Wo waren wir? Hier? Nein, alles wieder von vorne. Warum sind die Drachensnapper auf einmal hier? Okay, aber ich glaube, an dem Schattenläufer vorbei ist, glaube ich, am sichersten, ne? Jetzt muss ich das alles von vorne machen.
war schon ein bisschen peinlich für mich. Aber okay, nochmal von vorne. Kriegen wir schnell hin. So. Ich hoffe, dieses Mal laufe ich nicht hin. Da sind die Drachensnapper. Oder ist das der Schattenläufer? Ne, das ist der Schattenläufer. Aber wir machen das trotzdem nochmal von vorne. Der hat ja da drinne von mir abgelassen. Als sie drinne war. Ich glaube, da war ich auch weit genug entfernt von dem. Ja, da war ich wirklich schon weit genug entfernt. Dann geht er jetzt gleich wahrscheinlich wieder pennen. Und dann können wir nochmal dahin. Und diesmal speichere ich. Hi, Tickler. Tickler sagt. So, hier. Ich hab nicht. Und, da. Ach ja, hier. So. Welch? Genau, und hier. Welche? Sag mir was. So, die Drachenwurzel wollte ich haben und dir das hier geben, das, das. Was hat sie hier noch gegeben gehabt? Ring der Steinhaut. Ich glaube, den brauche ich auch gar nicht. So. Dann das. Die vier. Der. Und das. So, dann speichere ich jetzt auf die 6. Ich hoffe, mehr Speicherstände werde ich jetzt nicht machen müssen dafür. Aber wir gehen jetzt zu Thekla, nachdem wir den Knöterich gegessen haben. Beim zweiten Durchlauf werden wir definitiv, das werden wir aber dann im Stream machen, auf Twitch und nicht mehr auf YouTube. Auf YouTube machen wir dann halt die Erweiterung. Da gab es eine kleine Planänderung. Also eine Planänderung von meiner Seite. Weil ich glaube, einen zweiten Durchlauf auf YouTube. Obwohl, zweiten Durchlauf könnten wir vielleicht mit der Liver-Edition machen. Die liebe Hel macht das ja auch. Streamt das und macht da auch noch auf YouTube. Dann, also lädt das auf YouTube nochmal hoch. Könnten wir dann so ähnlich vielleicht machen. Nur, dass wir das nicht streamen, sondern... Ah, dann, ich weiß es noch nicht, wie ich das genau mache. Aber ist ja noch Zeit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir noch hier am ersten Durchlauf, was Gothic 2 angeht, brauchen werden. Ich glaube, der hat auch schon wieder von mir weggelassen, abgelassen. So, und Thekla. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe gehört, du hast Bennett geholfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Reife Leistung, Kleiner. Kann ich noch etwas haben? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Okay. So, okay, warte. Apropos Bennett. Hey. Kann er was mit dem, Dingens hier machen? Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wenn ich magisches Erz hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Ach komm, ich gehöre zu den Söldnern und ich kann schmieden. Was denn noch? Kannst du mir mal verraten, wie du eine magische Erzwaffe ohne magisches Erz schmieden willst? Tja. Dachte ich mir. Ich brauche mindestens 5 Brocken Erz. Okay, 5 Brocken.
Okay. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? So. Erzbrocken. Den kaufe ich mir wieder. So, und die Bolzen will ich haben. So, was hat er hier? Heilpflanze, Hörhaken, grobes Kurzschwert. Kann ich ihm sonst noch irgendwas andrehen, was ich nicht brauche? Ich... Nö. Aber ein Erz habe ich dann schon mal. Gibt's hier noch etwas? Ich will mich im Kampf mit zwei Händern verbessern. Ich will mich im Kampf mit zwei Händern verbessern. Okay, bei ihm ist es genauso, aber gut, dass ich von Rod auch nochmal lerne. Wo hast du das denn schon wieder her? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Ja, sein Schwert ist auch eigentlich an sich gut. Aber ich glaube, meins ist mittlerweile besser. Hier speichere ich auch noch einmal. So. Da waren wir bei Sagitta. Ich speichere jetzt einmal wieder auf die 7. Guck mir nochmal meine Skills an. 95.000 brauche ich jetzt für Stufe 19. Aber immerhin zwei Händer schon bei 54%. Schleichen und Schlösser öffnen gelernt. Wow. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was fehlt uns noch für Quests? Dokumente, Snapperkrallen. Schafdiebe, des Richters Lakai, Schattenläuferhörner für Buster, Diegos Gold. Diegos Gold liegt irgendwo am alten Austauschplatz, wo früher die Bahn per Seilbahn in die Kolonie gebracht wurden. Oberhalb der verlassenen Mine. Das machen wir nicht. Wir gehen erstmal noch nicht zurück ins Minental. Leer den Krug in einem Zug, Joe. Lucia, die Vermissten. Gibt es hier was noch? Ich habe keine Ahnung. Also, wo sind die vermissten Leute? Die Feuermagier bedauern den Verlust der Bürger. Jedoch sagen sie, dass sie die Aufgabe der Wassermagier. Das sei die Aufgabe der Wassermagier. Im Kloster habe hierbei keine Hilfe zu erwarten. Dexter hat einen Auftraggeber. Sein Name ist Raven. Raven ist ein ehemaliger Erzbaron. Letztendlich scheint dieser Raven hinter der ganzen Entführungssache zu stecken. Ich brauche jetzt nur noch einen Beweis dafür. Ich glaube, wir müssen wirklich einmal wegen den Vermissten hoch zu Dexter. Ich würde das in der nächsten Folge nochmal angehen, versuchen. An dem einen Dings da vorbei. Und zusehen, dass ich das irgendwie gefixt kriege, die Leute da oben erledigt kriege, die Banditen. Und Dexter auch einmal. Vielleicht gibt es da auch Erz. Weiß ich nicht. Also in... Da, wo Raven ist, meine ich. Obwohl Dexter, der ist ja aber auch aus der alten Mine. Aus der Minenkolonie, aus der Strafkolonie. Der müsste vielleicht auch ein, zwei Erzbrocken noch haben. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.